Du arbeitest bei einem börsennotierten Unternehmen und erhältst Mitarbeiteraktien oder hast vielleicht die Chance, Mitarbeiteraktien zu erwerben und fragst dich, wie du damit umgehen sollst, dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. Denn heute schauen wir mal auf diese Spezialform der Mitarbeiteraktien und wie man damit umgehen sollte, aber auch, wie denn da so die Freibetrags- und steuerlichen Regeln sind. Und wenn dich das interessiert, dann bleib dran, gleich geht's los. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Maximilian Gamperling und ich helfe Menschen dabei, ihr Kapital langfristig, sicher aber eben auch rentabel an der Börse zu investieren. Und dabei gibt es auch sehr viele Leute bzw. Teilnehmer, die eben Mitarbeiteraktien in ihrem Depot haben und in das Training mit hineinbringen und mich dann eben fragen, wie soll ich damit umgehen, was soll ich dabei machen? Und im Training schauen wir uns das natürlich dann individuell an. Aber heute möchte ich einfach auch mal so einen generellen Blick auf dieses ganze Konstrukt der Mitarbeiteraktien geben und was es da für Unterschiede gibt und wie man grundsätzlich damit umgehen sollte oder welche Gedanken man sich dazu machen sollte. Vielleicht mal eins vorab, was sind Mitarbeiteraktien? Das klingt wie so eine eigene Gattung von Aktien. Es gibt ja auch Vorzugsaktien und Stammaktien und sonstiges. Aber das ist eigentlich nur eine Bezeichnung der normalen Aktienform. Zumindest in den meisten Fällen ist das so, dass es im Prinzip ganz normale Aktien sind, die einfach an Mitarbeiter ausgeschüttet werden oder eben Mitarbeiter hier günstiger kaufen können. Und das ist der meiste Fall eigentlich, dass ich als Mitarbeiter eines börsennotierten Unternehmens einfach die Möglichkeit habe, Aktien günstiger zu erwerben. Als Beispiel, eine Aktie kostet zum Beispiel 100 Euro pro Stück an der Börse und ich kann sie über meinen Arbeitgeber eben für 80 oder 90 Euro aktuell kaufen und habe damit im Prinzip eine vergünstigte Möglichkeit, in die Firma zu investieren, in der ich selbst beschäftigt bin, aber mich eben auch an dem langfristigen Wachstum des Unternehmens zu beteiligen und da eben einfach schon mal einen Startbonus, weil ich günstiger in die Firma investieren konnte, einfach günstiger eine Aktie kaufen konnte, als das jetzt ein normaler Aktionär, wie ich das jetzt vielleicht bin, tun konnte. Jetzt ist es so, es gibt manchmal noch spezielle Formen, das heißt, es ist von je Firma zu Firma unterschiedlich und das ist pauschal auch schwer zu bewerten. Teilweise gibt es dann amerikanische Unternehmen, wo ich das dann auch in Amerika machen muss, bei einer amerikanischen Bank, wo es gar nicht so einfach ist, das dann so schnell wieder zu verkaufen. Teilweise gibt es Sperrfristen, teilweise kann ich das relativ schnell wieder handeln. Also es gibt verschiedenste Formen und das jetzt pauschal zu bewerten, das ist nicht so ganz einfach. Aber vom Grundsatz her ist das der häufigste Fall. Ich kann einfach günstiger mich an dem Unternehmen, bei dem ich arbeite, beteiligen. Und die Firmen haben natürlich auch etwas davon, denn die Mitarbeiterbindung wächst natürlich auch, wenn ich am Unternehmen investiert bin, in dem ich auch arbeite. Das heißt, für gewöhnlich sorgt das dann auch dafür, dass die Fluktuation im Unternehmen hinuntergeht, dass ich einfach auch ein größeres Eigeninteresse am Erfolg des Unternehmens habe, nicht nur, weil ich dort beschäftigt bin, sondern eben, weil ich auch direkt an dieser Firma beteiligt bin. Und so ist das für viele eine Win-Win-Situation, denn die Firma hat sozusagen stabile Aktionäre und hat ihre Mitarbeiter beteiligt und hat sozusagen eine stabilere Mitarbeiterbasis auch. Und auf der anderen Seite als Mitarbeiter kann ich mich eben auch am Gewinn meines Unternehmens beteiligen, bekomme eben nicht nur mein Gehalt, vielleicht noch einen Bonus, sondern ich bekomme eben auch noch die Dividende und im besten Falle auch die Aktiengewinne des Unternehmens und arbeite sozusagen für meine eigene Firma, an der ich auch beteiligt bin. Und das ist doch mal eine schöne Sache. Jetzt ist es natürlich wie immer so, es gibt da auch das ein oder andere Steuerliche zu beachten. Und das hier ist keine Steuerberatung. Deswegen, wenn du hier größere Beträge hast, die du da investierst oder Fragen dazu hast, dann wende dich bitte an deinen Steuerberater. Aber vom Grundsatz her ist es natürlich wie immer so, dass auch Mitarbeiteraktien besteuert werden in Deutschland. Natürlich ist es so, wenn du Aktien verkaufst, dann gibt es erstmal ganz grundsätzlich die Abgeltungssteuer in Deutschland plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, wenn du dann kirchensteuerpflichtig bist. Das gilt immer beim Verkauf von Aktien, wenn du da Gewinne hast. Ansonsten gibt es noch einen Verlustverrechnungstopf, aber das führt jetzt alles zu weit. Aber es gibt ja auch einen Geldwertenvorteil bei Mitarbeiteraktien. Das heißt, wenn wir bei dem Beispiel bleiben, du hast eine Aktie gekauft, die eigentlich 100 kostet, aber über deinen Arbeitgeber bekommst du sie für 80 oder 90, dann hast du ja hier einen 10-20% Vorteil. Und dieser Geldwertevorteil, den du generierst, der wird natürlich entsprechend versteuert. Aber der Gesetzgeber unserer Bundesregierung ist so nett, dass sie uns da einen Freibetrag einräumt. Und der wurde sogar Gott sei Dank erhöht. Das heißt, der war bis zum Juli 2021 bei lediglich 360 Euro. Das ist nicht so sonderlich viel. Wurde dann dankenswerterweise aber sogar auf 1440 Euro vervierfacht. Das heißt, diesen Geldwertenvorteil, also diese Differenz aus eigentlichem Preis, den die Aktie momentan an der Börse kostet und dem, zu dem du es gut geschrieben bekommen hast,
Diese Differenz, da gibt es eben einen Freibetrag für 1440 Euro. Wenn du dann darüber kommst, dann musst du diesen Geldwertenvorteil versteuern über die Einkommensteuererklärung. Aber wie gesagt, sprich da nochmal mit deinem Steuerberater. Und ansonsten wird das dann weiter eigentlich ganz normal behandelt, wie jede andere Aktie auch, die du hast. Das heißt, wenn du sie irgendwann verkaufst mit Gewinn oder Verlust, dann läuft das ganz normal weiter. Und es geht bei dieser Mitarbeiterversteuerung, also bei dieser Mitarbeiteraktienversteuerung, lediglich um diesen Geldwertenvorteil. Das heißt, es ist mal grundsätzlich eine schöne Sache. Es ist zum Teil eben auch ein Vorteil, den du steuerbefreit oder eben mit einem gewissen Freibetrag nochmal zusätzlich generieren kannst. Aber jetzt ist natürlich die Sache, es kommt drauf an, für welche Firma du arbeitest. Manche haben Glück und arbeiten für Firmen, die sich langfristig sehr gut entwickelt haben, wie zum Beispiel eine SAP. In letzter Zeit vielleicht jetzt nicht mehr so, die letzten Jahre geht es eher zur Seite. Aber ganz langfristig war das mit Sicherheit keine schlechte Investition. Und ich komme ja hier aus der Gegend Heidelberg, SAP ist in Walldorf nicht weit weg. Da in der Nähe bin ich sogar aufgewachsen und da kennt man natürlich viele Leute, die dort irgendwie arbeiten und auch sehr früh Mitarbeiteraktien bekommen haben, da sehr lange arbeiten und natürlich auch damit ein großes Vermögen aufbauen konnten, einfach indem sie Mitarbeiteraktien günstig erworben haben, lange in der Firma gearbeitet haben und die Firma einfach sich grandios entwickelt hat. Und dann ist das natürlich eine tolle Sache, in sowas investiert zu sein und sowas beteiligt zu sein. Aber es gibt eben auch andere Fälle, wie zum Beispiel BASF, wo wir jetzt hier auf dem Niveau in 2022 sind, auf dem wir auch ungefähr so 2006, 2007 waren. Das heißt, wo wir wirklich langfristig nicht vorangekommen sind, wo ich aber natürlich eine Dividende kassiert habe. Und zwischenzeitlich gab es gute Phasen, aber es gab auch sehr schlechte Phasen. Und jetzt zuletzt auch eher wieder schlechte Phasen. Das heißt, es gibt eben auch Unternehmen, an denen ich kann nicht beteiligt sein, an denen kann ich arbeiten. Das sind mit Sicherheit tolle Arbeitgeber. Und Ludwigshafen hier bei BASF ist auch nicht weit. Und wenn man mal schaut, was es dafür Dinge gibt, auch aus der frühen Zeit von BASF mit Schrebergärten, Schwimmbädern und allem drum und dran, dann ist das schon eine tolle Sache, mit Sicherheit da zu arbeiten. Aber die Mitarbeiteraktien waren bis auf die Dividende jetzt vielleicht nicht der Riesenbrüller im Vergleich zu anderen. Und da gibt es ja noch andere Vertreter, auch Siemens, ist jetzt im Moment eher wieder runtergekommen, aber auch wenn man mal schaut, wir sind hier fast auch auf den Niveaus von 2007, 2008, ein bisschen besser als BASF, aber auch wir sehen ein riesiges Geschaukel, auch eine Nervenpartie. Auch hier schön, wenn man natürlich günstiger beteiligt ist. Langfristig ging es nach oben, aber eben unter enormen Schwankungen. Und noch schlimmer ist es dann natürlich, wenn man eben bei so einem Arbeitgeber wie Siemens arbeitet. Und da habe ich auch einige Teilnehmer, die eben bei Siemens arbeiten und dann eben vielleicht rausgegangen sind oder rausgeschoben wurden in die Abspaltung zu Siemens Energy. Und dann bekommt man auf einmal nicht mehr die Siemens-Aktien, sondern bekommt auf einmal die Siemens Energy-Aktien, die eben hier durchaus auch starke Verluste hatten. Und dann stellt sich die Frage, wie gehe ich damit um? Was mache ich denn damit? Und da kommt es wirklich drauf an. Das heißt, wenn du ein Unternehmen hast, das einfach grundsätzlich steigt, dann kannst du da durchaus beteiligt bleiben, oder reden wir gleich nochmal drüber. Anders sieht es aus, wenn du halt eine Aktie hast oder ein Unternehmen hast, das sich nicht so toll entwickelt und nicht vielleicht diese Gewinnentwicklung hast, an der du dich langfristig groß beteiligen möchtest auch. Jetzt ist es trotzdem schön, wenn man hier günstige Aktien einkaufen kann und das kann sich trotzdem rechnen und sowas kann man durchaus trotzdem mitnehmen und nutzen. Nun muss man dann auch überlegen, vielleicht gerade bei eher zyklischen Aktien, wie wir das gerade bei BASF und Siemens gesehen haben, in solchen Aufwärtsphasen, wenn es hier nach oben geht, dann auch eher mal wieder rauszugehen. Auch wenn man dafür das Unternehmen vielleicht gerne arbeitet, das ist ja kein Widerspruch, dass man für ein Unternehmen gerne arbeitet, aber dann eben auch mal Gewinne mitnehmen. Machen übrigens Vorstände von solchen Unternehmen auch nicht anders. Auch die sehen sowas und verkaufen dann mal natürlich in anderen Summen und anderen Dimensionen, aber auch die machen das. Das heißt nicht, dass man nicht mehr unbedingt zwingend an das Unternehmen glaubt, sondern es heißt einfach, wenn man einfach versteht, wie diese Aktie sich entwickelt und was die Marktmechanik dahinter ist, dann kann man eben gerade in solchen Aufschwungphasen dann auch mal wieder Gewinne mitnehmen und auch sein Klumpenrisiko in solchen Aktien reduzieren und umschichten und diesen schönen Vorteil, den man mitnehmen konnte, umschichten in andere Aktien, die sich langfristig einfach vielleicht solider entwickeln als die Firma, für die ich beteiligt bin. Das heißt, wenn ich so einen Fall habe wie den hier, dann muss ich tatsächlich auch aktiv schauen, wann gehe ich da raus, wann bleibe ich da noch drin, macht es überhaupt Sinn, in Mitarbeiteraktien zu investieren oder nicht. Umgekehrt, wenn ich natürlich in sowas investiert bin, wie zum Beispiel auch eine Bechtle, auch das ist ja ein börsennotiertes deutsches Unternehmen, die haben sich sehr gut entwickelt, zuletzt natürlich jetzt hier auch wieder abgegeben, aber schauen wir mal hier Finanzkrise und seitdem ging es nur nach oben, davor hat es auch so ein bisschen Dotcom-Krise, Finanzkrise ging es eher zur Seite und danach sehr starke Steigerungen. Und wenn man natürlich sowas hat, dann spricht da auch überhaupt nichts dagegen, investiert zu bleiben. Nur hat man dann meistens eher das Thema, dass man ein zu großes Klumpenrisiko in so einer Aktie hat. Auf der einen Seite nimmt man natürlich immer gerne die Mitarbeiteraktien mit. Das
summiert sich, man kumuliert sozusagen Aktien von dem Unternehmen, sie entwickeln sich auch noch gut und auf einmal hat man wirklich sehr große Beträge, die man in diesem Unternehmen investiert hat, in dem man auch noch arbeitet. Das heißt, das gesamte Vermögen oder ein großer Teil des Vermögens hängt nicht nur vom Gehalt ab, das man von diesem Arbeitgeber bekommt, sondern auch von der Aktienentwicklung von seinem eigenen Arbeitgeber. Und dann geht es gar nicht so sehr darum, dass man sich jetzt aktiv trennen möchte, weil die Aktie oder das Unternehmen schlecht ist. Das sollte man auch gar nicht. Sondern dann geht es eher darum, dass man ein Klumpenrisiko reduziert und einfach sagt, okay, ich gehe vielleicht auf eine gewisse Investitionssumme zurück oder auf einen gewissen Anteil in meinem Depot zurück. Das heißt, ich reduziere einfach meinen Anteil, den ich hier an dieser Firma habe und streue den restlichen Betrag über andere Unternehmen hinweg, auch vielleicht andere Branchen, gerade wenn man jetzt hier so im Zulieferer-Technologiebereich ist, beziehungsweise im Industriebereich, dass man dann sagt, man streut eben auch nochmal in andere Segmente wie Gesundheit, Finanzen, andere Industriewerte, Rohstoffe und so weiter und so fort, damit man hier auch einen gewissen Ausgleich in seinem Depot hat und nicht mit allem komplett davon abhängig ist. Das heißt, wenn du Mitarbeiteraktien bekommst, ist das eine super Sache vom Grundsatz her und dann ist das mit Sicherheit kein schlechter Arbeitgeber. Wie du dann aber mit der Aktie umgehst, das sollte davon abhängen, ob das eher ein Unternehmen ist, was sich sehr positiv entwickelt, an dem du einfach auch wirklich langfristig beteiligt sein möchtest, wo das auch sehr viel Sinn macht. Oder ob das eher ein Unternehmen ist, von dem man sich trennt. Und da gibt es sehr klare Regeln bei mir im Coaching auch mit der Ankerstrategie, nach denen man auch analysieren kann, arbeite ich in einem Unternehmen, an dem ich auch langfristig beteiligt sein sollte, oder ist das eher etwas, naja, wo ich vielleicht eher meinen Anteil reduzieren sollte in guten Phasen und umschichte in Unternehmen, in denen ich eher sorgenlos investiert bleiben kann. Und das ist etwas, was wir im Training ganz explizit durchgehen und dann kannst du auch besser für dich einschätzen, wie du mit deinen Mitarbeiteraktien umgehen möchtest. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne mal für ein kostenloses Erstgespräch bei mir. Dann können wir uns deine Situation auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich kann auch mal gucken, was du für Unternehmen hier beteiligt bist und was jetzt deine Situation genau ist. Kann dir da auch gerne einen Ratschlag mitgeben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns hören. Ansonsten hoffe ich, das Video hat dir schon mal was gebracht. Schreib mir gerne mal hier unten in die Kommentare hinein, welche Mitarbeiteraktien du vielleicht hast aus heutiger oder vergangener Zeit. Würde mich auch mal interessieren, an was man hier so alles beteiligt ist. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Video. Mach's gut, viel Erfolg an der Börse. Ciao.